Also ihr beiden, könnt ihr mir erzählen, was Corona ist? Weiß jemand das von euch beiden? Bis zu ist. Wenn zu viele Leute da drin sind, dann können die nicht, da andere Leute nicht rein. Wie sieht so ein Corona aus? Wisst ihr das? Wie stellt ihr euch den vor? Lila? Ist eine Krankheit, wo man auch mal sterben kann, wenn man Pech hat. Das Blödeste ist, dass man sich nicht so oft mit den Freunden trifft. Mit seinen Freunden oder Freundschaft. Was passiert eigentlich beim Gewitter? Bis ein Blitz in Haus geht. Aber wenn so ein Blitz da, wenn so ein Blitzdienst da ist, dann kommt der Blitz nicht in Haus einschlagen. Es blitzt Donner, aber der Donner kommt immer erst, wenn der Blitz zu Ende ist. Und der Autokäfig ist ja dann wie ein Käfig und funktioniert auch wenn er ein Ketten aus Metall hat und das Fenster offen hat. Wisst ihr denn, was gesund ist und was ungesund ist? Süßes ist ungesund. Wenn man immer Süßes isst, dann ist das ungesund. Gemüse. Ist das gesund oder ungesund? Gesund. Und Obst ist auch gesund. Trinken ist gesund. Und was für ein Trinken? Kitzelwasser und normales Wasser. Warum müssen denn Mama und Papa öfter mal schimpfen mit euch? Weil man frech ist immer manchmal und bockig ist. Und was darf man nicht machen? Nicht kratzen, nicht beißen, nicht treten und nicht runterschlagen. Was ist mit dem Suppenkasper? Kennt ihr den? Ja. Was ist mit dem? Der isst immer ganze Zeit Suppe. Suppenkasper isst nicht mehr immer seine Suppe. Dann wird er kürzer und kürzer. Dann ist er batschtot. Oder? Esst ihr denn immer eure Suppe? Ja. Dann werden wir dadurch tot. Erwachsene müssen ja immer viel arbeiten. Was ist denn für dich Arbeit? Geld verdienen. Kannst du schon arbeiten? Mhm. Was arbeitest du denn schon? Hausaufgaben. Ist auch viel Arbeit? Mhm. Besonders bei diesen blöden Geschichtenaufgaben. Ich bin ja kein Geschichtenschreiber. Nicht? Was bist du denn dann? Pokémon-Experte. Was weißt du so über Pokémon? Dass jeder eine andere Spezialfähigkeit hat. Das eine kann man dies, das andere kann man das. Wisst ihr denn, was Windräder machen? Wind, dann kommt. Die haben Strom. Und da wohnt immer einer und der macht Mehl. Macht das ein Windrad oder eine Windmühle? Eine Windmühle. Und ein Traktor macht aus dem Korn. Brot kann man dann machen. Und wenn man Brot backen muss, dann muss man Mehl und Backpflanz haben. Die machen das Mehl. Meinst du damit die Windmühle oder das Windrad? Die Windmühle. Und was machen die Windräder, die wir hier ganz viele haben? Die erzeugen Strom. Könnt ihr mir beide sagen, wie so ein Zahnteufel aussieht? Dann hämmern sie mit dem Hammer in Zehen rum und dann fallen die Zähne raus. Nein, denn sind die Zähne ganz schlecht. Dann muss man zum Zahnarzt. Brot und ein Hammer und eine Spitzhacke. Gibt's sie wirklich? Hatte noch nie einen.